Die Märzensonne strahlte den 10.000 Besuchern auf den Kopf. Kaiserslautern war in blütenweißen Hemden, aber ohne Wuttke gekommen. Nach wie vor Kreislaufbeschwerden. Und er fehlte ihnen sehr. Erste Torchance für Hannover durch Hoppe. Für die erste halbe Stunde seiner Mannschaft habe er kein Verständnis, sagte hinterher der Pfälzer Trainer Stabe. Seine Mannen kamen kaum bis zur Mittellinie und halfen bei Angriffen der Hannoveraner tatkräftig mit. Müller hatte das 1:0 auf dem Fuß. Dann wurden Erinnerungen an Overath, Netzer oder Beckenbauer wach. Suhrmanns Pass über 60 Meter. Es war nicht sein erster dieser gute Klasse. Dammeier. Ein Traumtor vom Außenverteidiger. Nur den Salto beherrscht er noch nicht so wie Rubens Sanchez. Noch einmal. Und weil es so schön war, ein drittes Mal. 1:0 nach 24 Spielminuten. Und noch immer war von Kaiserslautern nichts zu sehen. Reich. Nach sage und schreibe 31 Minuten der erste Pfälzer Versuch, vielleicht doch dem eigentlichen Sinn des Fußballspiels Rechnung zu tragen. Sie wollten ein Tor schießen. Chor war's. Schulz machte durch diese Attacke auf sich aufmerksam. Trifft Ball und Gegner, Schiedsrichter Krug ruft ihn mit Gelb zur Ordnung. Kurz vor der Pause wagten sich die Pfälzer tatsächlich noch einmal vors Niedersachsen-Tor. Und siehe da, beinahe der Ausgleich. Chor umspielt Geils, Raps und der Torpfosten sorgten dafür, dass Hannover zur Pause 1:0 vorne lag. Nach dem Wechsel legte Petrus Hand ans Spiel. Es wurde dunkel und dunkler, dicke Schneewolken verdrängten die Märzensonne. Und je mehr Schneeflocken vom Himmel kamen, desto besser wurde Kaiserslautern. Jetzt wurde es ein richtig interessantes Bundesligaspiel. Groß setzt sich gegen Hellberg durch. Torhüter Raps stand nun im Mittelpunkt. Kopfball Schulz. Schiedsrichter Krug hatte Erbarmen mit den Zuschauern und wechselte den weißen Ball aus und den roten ein. Eine Viertelstunde vor Schluss. Wunderschöner Pass von Dammeier. Hoppdey, der beste 96er. Und Schulz macht durch diese Tat zum dritten Mal von sich reden. Dann war für ihn die Begegnung beendet. Erst dieses böse Foul, gelb hatte er ja schon, dann sein Abgang. Nicht etwa wegen Platzverweises, sondern Trainer Stabel nahm ihn vorsichtshalber raus. In den letzten Minuten rechnete man mit dem Ausgleich. Aljewi, Raps verhinderte ihn. Die letzte Spielminute. Eine offene Kaiserslauterner Abwehr und dieser Konter über Reich. Er bringt die Entscheidung. Dachten alle. Es blieb beim 1:0. Hannover seit drei Spielen ohne Punktverlust. Trainer Wehling sagte, seine Elf sei die Mannschaft der Stunde.